Sieg der Demokratie in Pakistan. Zum ersten Mal überhaupt löst in dem Land eine gewählte Regierung eine andere gewählte Regierung ab. Zu feiern haben nicht nur die Anhänger von Nawaz Sharif. Der Geschäftsmann war in den 90er Jahren zweimal Regierungschef und wurde 1999 vom Militär gestürzt. Nun gibt er sein Comeback nach Jahren im Gefängnis und im Exil. Auf seinem Programm steht vor allem Kampf gegen Armut, Korruption, gegen Energieknappheit und aufständische Islamisten. Die Herausforderungen sind riesig und wir müssen sie meistern. Es wird eine sehr schwere Aufgabe, aber wir sind entschlossen. Auch für den früheren Cricketstar Imran Khan ist die Wahl ein Erfolg. Seine Partei kann eine Provinzregierung stellen. Khan hat vor allem unter den jungen Leuten in Pakistan viele Sympathien gewonnen und mit zur hohen Wahlbeteiligung beigetragen, etwa 60%. Er hat sich im Wahlkampf schwer verletzt. Aus dem Krankenhaus wendet Khan sich ans Volk. Ich gratuliere der ganzen Nation, die an solch einem riesigen demokratischen Prozess teilgenommen hat. Es war die höchste Wahlbeteiligung in der Geschichte Pakistans. Denn die Pakistaner haben den Drohungen der Taliban getrotzt. Attentaten, bei denen allein am Wahltag 26 Menschen getötet wurden, und den Boykottaufruf von Ex-Machthaber Pervez Musharraf, der Sharif einst aus dem Amt geputscht hatte. Presse wie EU-Beobachter sehen einen historischen Sieg der Demokratie, auch wenn es Wahlfälschungen gegeben haben dürfte. Klar ist, die bisherige Regierungspartei PPP tritt nach 5 Jahren ab und Sharif kommt wieder an die Macht, und zwar friedlich.